Hallo zusammen, mein Name ist Udo Brandt und heute möchte ich euch mal darüber informieren, wie das ist mit der sogenannten Daueraufenthaltsgenehmigung in Ungarn. Wie wahrscheinlich viele wissen oder wahrscheinlich auch nicht wissen, gibt es dort bestimmte Regeln zu. So, ich habe mir diesbezüglich aus dem Internet auch dann die sogenannten, gesetzlichen Texte dazu herausgesucht und werde sie euch einmal vorlesen und werde diese aber auch dann irgendwie verlinken, damit ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Ich werde also vorlesen, also besser gesagt ablesen, damit ihr das nur schon gleich im Voraus wisst. Also, es geht um den Erwerb des Rechts auf unbefristeten Aufenthalt. Als EU-Bürger, Bürgerin erhalten Sie nach einem ununterbrochenen, regelmäßigen Aufenthalt von mindestens 5 Jahren in einem anderen EU-Land dort automatisch das Recht auf Daueraufenthalt. Wenn Sie diese Voraussetzung erfüllen, können Sie eine Daueraufenthaltskarte beantragen, die Ihnen ohne weitere Bedingung Ihr Recht bestätigt, in Ihrem jetzigen Land dauerhaft zu wohnen. Dieses Papier unterscheidet sich von der Meldebescheinigung, die in vielen Ländern vorgeschrieben ist. Die Daueraufenthaltskarte ist nicht vorgeschrieben. Sie kann aber praktisch sein, wenn Sie Verwaltungs- oder Behördenangelegenheiten zu erledigen haben. Die Behörden dürfen dann keinen Nachweis eines Arbeitsplatzes, ausreichender Mittel, einer Krankenversicherung usw. von Ihnen verlangen. Die Beantragung der Daueraufenthaltskarte, um eine Bescheinigung Ihres Daueraufenthaltsrechts zu erhalten, müssen Sie einen Nachweis vorlegen, dass Sie seit 5 Jahren regelmäßig im betreffenden Land leben. Je nach Ihrer Situation, angestellt, selbstständig, arbeitssuchend, in Rente, im Studium, müssen Sie mit Ihrem Antrag unterschiedliche Belege einreichen, etwa folgenden: eine gültige, nach ihrer Ankunft im Gastland ausgestellte Meldebescheinigung, Nachweis ihres Aufenthaltes im betreffenden Land, zum Beispiel Wasser-, Gas- oder Stromrechnung oder Mietverträge, Nachweise wie Gehaltszettel, Kontoauszüge, Steuererklärungen, die zeigen, dass sie arbeiten, studieren, selbstständig beschäftigt sind, über ausreichend Mittel verfügen und nach Arbeit suchen. Die Behörden müssen die Daueraufenthaltskarte so bald wie möglich ausstellen und dürfen Ihnen nicht mehr dafür berechnen als Ihren eigenen Staatsangehörigen für einen Personalausweis. Andernfalls können Sie sich an unsere Unterstützungsdienste wenden. Diese Karte ist ohne weitere Formalitäten automatisch erneuerbar. Ihre Gültigkeitsdauer kann jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein. Das heißt also, jeder hat das Recht auf einen Daueraufenthalt nach 5 Jahren. So, es gibt aber auch die Möglichkeit, dies schon früher zu beantragen, und zwar ständiger Aufenthalt kürzer als 5 Jahre. Sie können auch früher als nach 5 Jahren das ständige Aufenthaltsrecht beantragen, und zwar in folgenden Situationen. Sie sind Rentner, Rentnerin und haben in dem Land mindestens 1 Jahr lang gearbeitet oder ununterbrochen 3 Jahre gelebt. Das heißt also, nach 3 Jahren kann man das auch schon beantragen. Sie haben aufgehört zu arbeiten, weil sie aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit nicht mehr arbeitsfähig sind. In diesem Fall sind die Aufenthaltsberechtigungen unabhängig davon, wie lange sie vor dem Unfall oder der Krankheit im betreffenden Land gelebt haben. Können Sie ausgewiesen oder aufgefordert werden, das Land zu verlassen? Sie dürfen so lange in einem anderen EU-Land leben, wie Sie als Aufenthaltsbedingung erfüllen. Ist dies nicht mehr der Fall, können Sie von den nationalen Behörden aufgefordert werden, das Land zu verlassen. In Ausnahmefällen kann Ihr neues Land Sie aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder öffentlichen Sicherheit ausweisen, aber nur, wenn es beweisen kann, dass sie eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Die Anweisungsentscheidung muss Ihnen schriftlich mitgeteilt werden. In der Entscheidung müssen alle Gründe für die Ausweisung aufgeführt und Informationen darüber gegeben werden, wie und bis wann Sie gegen die Entscheidung Beschwerde einlegen können. So, ich werde jetzt also den Link zu diesem Text werde ich euch noch mit hinzufügen, dann, damit ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen könnt. So, hoffe, das hat mal wieder ein wenig geholfen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.